Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen News-Folge. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar bin ich dieses Mal in Firefox auf der Website der Gamescom. Denn dieses Jahr ist natürlich wieder Gamescom, wie jedes Jahr. Wieder in Köln, wie jedes Jahr. Aber dieses Jahr ist es vom 23. bis 26.08.2017. Und ja, ich bin natürlich wieder da, wie, naja, die letzten paar Jahre. Und dieses Jahr bin ich Samstag da. Die Gamescom geht dieses Jahr ausnahmsweise mal von Mittwoch bis Samstag statt wie früher immer von Donnerstag bis Sonntag. Heißt also, dass ihr, wenn ihr Bock habt, auch Mittwoch dahin gehen könnt. Aber ich habe mir schon Karten für Samstag gekauft. Wunderschöne Tageskarte mäßig 12,50 € für den Preis. Pff, da ist das Hinfahren teurer von oben aus Norddeutschland, wo ich herkomme. Da ist das Hinfahren echt teurer. In dem Preis inbegriffen ist übrigens nicht nur das Messeticket, sondern auch noch ein Bahnticket. Und dieses Bahnticket gilt irgendwie für eine Art von Großbereich Köln. Fragt mich da nicht genau. Ich habe keine Ahnung von den Verkehrsmitteln, die da unten fahren. Ich lebe hier oben in Norddeutschland, da ist alles so schön einfach. Aber irgendwo könnt ihr damit auf jeden Fall mit der Bahn rumfahren. Heißt also, wenn ihr mit euren Eltern dorthin fahrt, dann können die sich irgendwie einen schönen Tag in Köln machen und ihr könnt mit der Bahn dann zur Gamescom fahren, weil es wirklich eine literally eine Bahnstation direkt an der Gamescom gibt. Ihr steigt aus und seid eigentlich schon da, weil es halt ein Messegelände ist, an dem auch noch mehr Messen stattfinden als nur die Gamescom. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich also am Samstag da. Und ihr könnt eure Karten jetzt auch schon kaufen. Ich würde euch auch ganz stark ans Herz legen, die jetzt schon zu kaufen. Denn erstens sind die Karten momentan billiger. Ihr kriegt zum Beispiel samstags noch Vorverkaufspreise, Mittwoch sogar noch Early Bird Preise, weil die anscheinend noch nicht ausverkauft sind, die Early Bird Karten. Und die sind wesentlich billiger, als wenn ihr sie zum Ende hin kauft. Umso später es wird, umso teurer werden die Karten. Weiterhin ist es euch zu diesem Zeitpunkt noch fast garantiert, dass ihr Karten bekommt. Denn irgendwie in spätestens 3 Monaten werden die sehr wahrscheinlich ausverkauft sein. So würde ich mal sagen. Es ist jedes Jahr so, dass die sehr schnell ausverkauft sind, die Karten. Wenn ihr also tatsächlich hinfahren wollt, kauft euch eine Karte. Punkt. Für 12,50 € kann man das machen. Ganz ehrlich. Wirklich. Und wenn ihr dann nicht hinfahrt, 12,50 €. Nicht so schlimm, oder? Besser als 100 € Konzertkarte und da fährt man dann nicht hin. Naja, auf jeden Fall, ja, es ist halt so, dass diese 12,50 € hier für ermäßigte Tageskarten gelten, aber da die meisten von meinen Zuhörern wahrscheinlich Schüler sind, könnt ihr ein wunderbares Angebot benutzen, das hier auf der anderen Tab-Seite schon offen ist. Nämlich, wow, sogar 8,50 €, also das Donnerstag ist. Hier, Samstag, Vorverkauf, Tageskarte ermäßigt. 12,50 € könnt ihr dann hier was eingeben. Ihr müsst dafür euch einloggen, das will ich jetzt nicht zeigen, weil das halt mein realer Name ist. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, was ihr haben müsst, damit ihr die Tageskarte mäßig bekommt. Für Schüler ab 12 Jahren, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren und freiwillig Sozialdienstleistende und Schwerbehinderte. Also die Hälfte von euch. Sorry, das war böse. Ihr solltet aber auf jeden Fall, oder ihr müsst auf jeden Fall euren Schülerausweis mitnehmen, beziehungsweise Studentenausweis oder was auch immer ihr für einen Ausweis habt, um zu zeigen, dass ihr das seid. Ansonsten kriegt ihr die ermäßigte Karte nicht. Das müsst ihr da vorlegen. Da steht jetzt nämlich, die Ermäßigungsberechtigung wird bei Messe Zutritt geprüft. Also bitte den entsprechenden Nachweis bereithalten. Also nehmt euren Schülerausweis mit und dann kriegt ihr das Ganze wesentlich billiger. Und wenn ihr einfach nur Erwachsene seid, tja, müsst ihr halt Tageskarten ab für 18 € kaufen. Musste ich letztes Jahr auch, weil ich da keinen Studentenausweis hatte. Miep. Und mein Schülerausweis gerade abgelaufen war. Verdammt. Aber dieses Jahr habe ich meinen Studentenausweis. Also nehmt auf jeden Fall irgendwie einen Ausweis mit, dann kriegt ihr ermäßigte Karten und das ist natürlich schön. In jedem Fall müsst ihr aber immer euren Personalausweis mitnehmen, denn die Karten werden beim Kauf schon auf euren Namen ausgestellt. Das heißt also, wenn ihr den Personalausweis nicht mitnehmt, dann könnt ihr auf der Messe nicht verifizieren, dass ihr derjenige seid, dem die Karte auch gehört und kommt ergo nicht in die Gamescom rein oder auf die Gamescom rauf. Heißt also, egal was ihr seid oder wie ihr seid oder welche Karte ihr gekauft habt, nehmt auf jeden Fall immer euren Personalausweis mit und natürlich die Gamescom-Karte. Und wenn ihr eine ermäßigte Karte habt, nehmt eure Ermäßigungsberechtigung wie euren Schülerausweis oder Studentenausweis mit. Wie genau wir das mit der Kommunikation machen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werde ich ab und zu mal twittern, wo ich gerade bin und wann ich natürlich da bin. Heißt also, ich werde meinen Twitter-Account endlich auch mal für was anderes benutzen als nur das Video kommt heute nicht und hey, das Video ist heute rausgekommen. Dann werde ich meinen Twitter-Account endlich mal für was benutzen. Ja, also das ist die erste Möglichkeit, wenn ihr einfach so haben wollt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, mir mal eine Freundesanfrage bei Curse zu schicken. Skype benutze ich nämlich kaum noch, also wäre mir Curse auf jeden Fall lieber. Bei Curse heiße ich genau wie auf meinem Kanal und eigentlich überall. Wenn ihr mich also irgendwo finden wollt, nehmt einfach RSGE, damit solltet ihr mich in eigentlich jedem sozialen Netzwerk finden, in dem ich bin.
Und das gleiche halt auch für Curse. Schreibt mir also gerne eine Anfrage bei Curse, die nehme ich dann an und dann könnt ihr mir dort eure Telefonnummer für WhatsApp schreiben oder wir machen das direkt über Curse. Ich habe ja auch die Curse-App. Ja, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr nur Twitter nachgucken wollt. Keine Ahnung, ist mir relativ egal. Ich mache auf jeden Fall ein, zwei Twitter-Tweets raus und dann ist es gut. Das war es dann eigentlich auch schon wieder von dieser kleinen News-Folge. Also geht jetzt direkt nach diesem Video sofort auf die Gamescom-Website und kauft euch Karten. Nicht erst in 3 Wochen oder so, macht es jetzt, sonst vergesst ihr es wieder. Und die Karten sind vielleicht auch ausverkauft. Oder fragt halt eure Eltern, ob sie euch die mal bitte kaufen können. Eure Eltern haben bestimmt PayPal oder sowas, die können das. Eltern haben sowas. Oder irgendwie eine Kreditkarte oder so. Keine Ahnung. Ich habe meinen PayPal-Account, das ist super. Mal eben schnell eingeben und gut ist. Ja, also hoffe ich euch vielleicht auf der Gamescom zu sehen. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder irgendwelche Anmerkungen oder sonst was. Und ja, tschüss. Bis zur Gamescom.